Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir waren zuletzt. Oh, was haben wir hier? Das habe ich hier ganz ver. Aha, die nehmen wir natürlich mit. Wie gesagt, es ist natürlich so. Ja, dann sind wir eigentlich jetzt hier beim Handeln fertig Bist du? gewesen. Ich habe hier die Waffen alle verkauft und so weiter und so fort. Unser Schwert sieht sehr schön aus, muss ich ehrlich zugeben. Das Novigrader Schwert. Und wir lesen uns erst noch hier die Quest. Dinger durch. Ne, brauchen wir nicht unbedingt durchlesen. Das zeigt uns nur neue Quests. Escape. Ach so, okay. So. So. Okay, das können wir nicht lesen. So, egal. Schatzschule, Greifenschulen, Ausrüstung. Aha. Sehr interessant. Teil 1 sogar. Nur so als Interesse. Ups. Nur so als Interesse. Für welches Level ist das gedacht? Die Schatzsuche. Level 11, Greifenschule. Ja, nee, das ist dann doch noch ein bisschen zu krass, ne? Hexeaufträge haben wir auch nur den hier. Nebenquests, Verteidiger des Glaubens. Ja, das machen wir nebenbei, ne? Kennen wir ja. Hauptquest haben wir hier nochmal einiges. So, egal. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hin. Nehmen natürlich alles mit. Hoppala. Was für Quests haben wir denn bekommen hier? Nebenquests. Ja, das kennen wir noch, ne? Meisterliche Rüstungsschmied. Spielerin wählen. Hexeraufträge. Oho! Hanna aus den Wäldern. Ja, toll. Okay, machen wir. Finde die Hexe auf eigene Faust. Befrage die Bewohner des Mittelalters. Okay. Wir sind also jetzt hier angekommen, natürlich ganz klar. Und reden natürlich einfach mal mit dem hier. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Reden wir mit dem hier. Mama sagt, wenn ich raus bin, Reden wir mit dem hier. Mögen die Götter dich schützen. Reden wir mit dem hier. Er will auch nicht reden. Oh, die Frau. Genug ist genug. Ah, warte. Ich habe euch über eine Hexe reden hören. Ich würde gerne. Du hast dich verhört. Und du bist zu weit gelaufen. Hier gibt es nur lausige Hütten. Geh zurück auf die Hauptstraße, von der du kommst. Wegen dieser Hexe. Lass uns, sonst rufe ich meinen Mann. Also. Dann ruf deinen Mann. Jetzt gibt's Klatsche. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Dann ess was, du Pflaume. Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Hoppala. Nein, ich wollte. Hallo. Nicht aufnehmen. Nein. Nein, nein. Ah. Ich krieg gleich hier. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne landen würde. Er wird mich komplett verarschen, ne? Nee, sonst werde ich hier noch blöd. Direkt raus. Direkt raus. Hier noch das hier mitnehmen. Ne? Ganz schnell und dann hier sofort raus. Sonst klatsche ich denen noch alle eine in die Fresse. Da kommt jemand. Erzähl mir später alles, Liebes. Na gut. Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Was willst du? Oh. Aber Herr, schlag mich nicht, Herr. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Sei gegrüßt. Was willst du? Ich bin wegen. Ach so, okay, machen wir das auch sofort. Komm. Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers.
Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hannah aus den Wäldern dir? Reden wir über Mary Sprechen Lohnung. Wir über die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Schauen wir mal. Für den Bonus. Gehen wir mal auf 30. Gucken wir einfach. Kein Problem für Hannah aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Mehr wohl nicht, ne? Plus 20 Bonus. Kein Problem Komm. Für Hannah aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Ach, come on, plus 10. Wenn du da nicht mitgehst, Junge, dann machst du mich wohl sauer, ja? Meinetwegen, wie du willst. Ja, genau. Halt die Klappe. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willem wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz Doch. War schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Okay, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Halt dich vom Sumpf besser fern. Das wollte ich gar nicht fragen. Was? Kannst auch sagen, was? Du. Mann. Was? Was juckt mich das? Oh, der Junge hat vielleicht eine Ahnung. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Alte Oho. Die Götter mögen dich segnen. Dankeschön. Nee. Die Götter mögen dich segnen. Jetzt will doch keiner mit mir reden. Was soll das? Kaust du die oder stopfst du die ganz runter? Der Bauer will nicht mit uns reden. Ey, hallo. Mögen die Götter dich schützen. Die vielleicht. Hallo. Schon mal Baumrinde gegessen? Mir kommen da du kannst nicht sicher ohne... Ja, nee, der hat auch keine Ahnung. Du vielleicht? Götter mögen dich sehen. Ich suche die hiesige Hexe. Dann viel Glück. Ich weiß nicht, wo sie ist. Woran denkst du? Du kannst nicht sicher ohne ein... Ich hab dir gar nicht... Nein! Mann. So, egal, weiter. Ach so, jetzt gibt's aber einmal hier... Ich höre doch, was die Leute reden. Ist mit... Ich schick ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. So, okay, Guten da Tag, was. Gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt, kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen, haben für einige Tage gereicht. Hallo. So. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Na, dann gebe ich die 50 halt aus. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun... Wenn das so ist, kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun,
Die Hexenverbrenner. Ich bin kein Hexenjäger. Keine Sorge. Ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe. Leb wohl. So. Plötze. Langsamer. Plötze, spring! Boah, bist du zu dumm zum Springen, Alter. Du bist Pferd, Alter. Komm. Geht doch. Toll. Toll, dass du das gemacht hast. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Du musst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ich hab die Männer des Barons weggeklatscht, nur damit du es weißt. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Ach, toll. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Na komm schon. Da haben wir noch was. Na du Necker. Hä? Achso. So. Ach toll. Neckerblut. Hey! Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Was hat mein Pferd manchmal für Probleme? Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Ja. Yo, Leute, was geht? Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Oh. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Hoho. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Lol. Braucht einen Kerl. Alles klar. So, Wolfsbann, was haben wir hier nochmal? Alles natürlich zuerst noch mitnehmen, bevor wir reingehen. Und jetzt können wir reingehen. Ist jemand zu Hause? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Okay. Ah. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Eine gewöhnliche Kerze. Alles gewöhnlich. Wo ist sie denn hin? Alles klar. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Bevor wir da runtergehen, natürlich noch den Brief an Alexander. Und oh, was haben wir hier? Solchen Tand sieht man in Velen selten. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Zuerst gehe ich noch runter. Um zu schauen, was wir hier alles haben. Oh, hier gibt es ja übelst viel. So. Was haben wir im Inventar? Wir haben noch ein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr schön. So, wir haben sehr viele Bücher bekommen. Das hier. Das hier.
Und das hier. Und was haben wir daraus gelernt? Einfach nichts. Eiskalt, einfach gar nichts. Gar nichts. Toll. So, egal. Durch das Portal hindurch. Flip. Bling. Wow. Toll. Eine. So, so. Nett hier. Oh, Schellkraut brauchen wir. Ich habe schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Ja, wir kennen sie, nämlich aus, ich weiß nicht welchem Teil, aber wir kennen sie auf jeden Fall. Wir nehmen ja aber jede Pflanze mit, jede erdenkliche Pflanze. Wir brauchen sie auf jeden Fall für Öle und so weiter und so fort. Von daher nehmen wir sie einfach sofort mit. Hopp. Aber wir können hier nicht rennen. Okay. Na komm, gehen wir jetzt einfach hoch, die Pflanze da hinten. Brauchen wir nicht unbedingt. Sei gegrüßt, Hexer. Hast was vergessen. Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Mhm, da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Alles klar. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ciri. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Wer? Was hat er sonst noch gefragt? Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Hat er sonst noch was über sie gesagt? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Reicht meine Dankbarkeit? Komm. Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Oh. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Wie war sein Name? Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Ah, und wohin? Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja,
Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Alles klar. Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Können wir aufbrechen? Brechen wir auf. Ja, los geht's. Dann bringen wir das hinter uns. Ist ja extra für Level 5, von daher ist es ja perfekt für uns gemacht. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt. Nee, wir lassen es jetzt. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Wanderung im Dunkeln. Natürlich immer. Glan! Immer die Bildschirme mit. Hohoho. Verbessertes Hybridenöl. Ja, Hybrid. Nee, obwohl, das ist ja eigentlich unnötig. Oh. Das ist die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Bevor wir da jetzt hinrennen. Oh, wir haben Scheuklappen bekommen. Toll! Toll, toll, toll. Toll. Einfach toll. Und wir haben hier eine neue Hose. Auf jeden Fall besser. Und ja, sonst ist eigentlich hier nochmal einiges an Floren dazugekommen. Reines Silber natürlich. Ja. Und, ja. Und ein neues Rezept für Alchemie. Wir haben ja, wir können ein blaues Mutagen herstellen. Das machen wir einfach mal. Und sonst können wir leider noch nichts herstellen. Aber wir haben jetzt hier Hybridenöl. 25%! Boah, ist das krass! Also 25% ist richtig viel. Also das ist wirklich, wow. Krass. Ja, hier musst du. Also 25% hat's in sich, Leute. Könnt ihr mal glauben. Fertig. Folge mir. Let's go. Let's do it. Ach nö. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Oh! Toll. Plus, oh, Junge. Krass. Aber sofort. Endlich haben wir eine neue Rüstung. Wir sehen jetzt ein bisschen anders aus. Hihi. Aua, aua. Stirb. Aua. Aua, aua. Das hat weh. So. Was ist das? Lol, was ist das? Oh, okay. Nee. Zuerst mal hier noch. Die Monsterklaue. Und dann hier nochmal eine Klaue. Und oh, eine Truhe. Eine Truhe. C ist tauchen. Okay. Die Truhe gehört uns. Hohoho. Herausgerissene Seite Gorgo-Absud. Wieder ein chemisches. Ein chemisches. Ein alchemisches Rezept. Ich komme einfach nicht klar. Ich meditiere nochmal ganz kurz unterwegs. Einfach um das Leben zu steigern. So. Toll.
Alter, das ist, guck, siehst du, deswegen finde ich Ertrunkene so krass. Das ist amazing, wie die manchmal dir in die Fresse klatschen können. Ehrlich, also es ist echt einfach nur heftig. Ja, da bist du tot, ne? Sprachlos, sag ich mal. So. Wo müssen wir hin? Oh, eine Kiste. Bärenfett. Ein Wasservibe, toll. Daneben. So. Was haben wir hier? Eine Truhe mit Bärenfett. Nur Bärenfett. Toll. Mein Gott, manchmal frage ich mich echt, was ein einzelnes Stück Bärenfett hier macht, Alter. Keira? 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 Die hört dich bestimmt, Keira. Wie penetrant der das schreit. Was haben wir hier? Wieder eine Truhe. Ho, 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 ho. Schade, leider nicht besser als meine. Aber hier haben wir sehr, sehr, sehr gute Handschuhe. Ho, ho. Nicht wirklich schöne Handschuhe, aber naja. Das ist ja vollkommen egal. So. Und Schema Hab hier. Natürlich immer Quen oben halten. Ach toll. Da haben wir noch eine Truhe. Relativ gut versteckt. Hörst du auf! Einfach so ohne Grund Keira zu schreien, Mann. Das ist nervt. Was haben wir hier? Ein kleiner Runenstein und wir fallen fast runter. So. Keira? Wenn er nicht gleich aufhört, ich schwöre dir. Aber so, Keira. Ich komme ja auch nicht nach Hause und schrei die ganze Zeit so, Mama. Nochmal, Mama. Keira? Alter. Was? Zeit zu sterben. Ein Nebling. Und der sogar noch im Fight. Lol, Alter. Was soll das denn jetzt? Was haben wir hier? Ach, aufnehmen. Aufnehmen. Okay, aufnehmen. Ja. Komm schon. Ach, komm. Ja, du... Hä? Er konnte doch gerade was... Ich fühle mich verarscht. Der hört auch nicht auf zu schreien, ne? Jetzt geht's. Was sind das für Stiefel? Naja, also nicht besser als meine. Natürlich nicht. Die sind echt gut, die ich gekriegt habe. So. Immer die Pilze mitnehmen, wie gesagt. Lilat, geh auf! Lilat! Geralt! Ich komme... Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf fort und tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Geralt, mach sie weg! Danke. Oh mein Gott. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert?
Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Vella Glan! So, und damit ist die Folge hier fertig. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's Play The Witcher 3, wo es weitergeht und wir der wilden Jagd weiter in die Höhle folgen. Bis dann.